Die meisten von euch kennen Minecraft wahrscheinlich als das Spiel mit den vielen Blöcken, über die sich ganz viele Leute, die nicht Minecraft spielen, lustig machen. Ha, diese Grafik, alles nur Blöcke. Aber was wäre, wenn es keine Blöcke mehr geben würde, Leute? Und damit auch willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir auch tatsächlich mal eine Mod, in der es keine Blöcke mehr gibt, Leute. In der tatsächlich alles so ein bisschen abgesmoothed ist. Und hier seht ihr auch schon, Leute, so sehe das Ganze dann in Minecraft aus. Und ich dachte mir, wir werden heute mal versuchen, einen Tag in dieser Welt zu überleben. In einer Welt ohne Blöcke. Und wenn wir das schaffen, Leute, ne, dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ne, wenn ihr es gut findet. Und wenn ihr meint, ja, also es soll halt eigentlich ein einzelnes Video sein. Aber wenn ihr meint, das Ganze ist richtig cool, machen wir öfter sowas. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Ho! Und dann würde ich auch sagen, Leute, schaut euch das an. Selbst wenn wir tauchen, könnt ihr schon sehen, es sieht alles anders aus, ne? Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Und hey, okay, du hast noch deine Blöcke Skelett, aber nicht mehr lange. So, ihr seht auch schon, ich habe ja auch schon tatsächlich was gebaut, Leute. Tatsächlich ist die Map schon relativ alt. Das war meine allererste Minecraft-Map. Die habe ich vor... Es war eine meiner ersten Minecraft-Maps. Ich glaube, es war meine zweite. Die habe ich vor, ich weiß nicht, 7 Jahren gebaut. Vor 8 Jahren. 2011. Genau, und ihr seht auch schon, selbst diese Map hier ist tatsächlich jetzt relativ verbuggt, ne? Wow, schaut euch das an, Leute. Genau, das ist mein Haus. So sieht das alles aus, wenn es keine Blöcke geben würde, ne? Und stellt euch mal jetzt vor, Leute, ne? Notch hätte damals nicht gesagt, okay, ich mache jetzt so ein Block-Game, ne? In dem alles aus Blöcken besteht, sondern er hätte sich echt gedacht, er möchte diese Rundungen haben, ne? Also wie es hier ist. Und dann wird es irgendwie eine Person geben, die hätte einfach einen Mod mit Blöcken gemacht. Also andersrum quasi, Leute. Ich glaube, dann würden wir das Ganze so ein bisschen komisch sehen. Ich meine, jetzt sieht das hier komisch für uns aus, Leute. Schaut euch das an. Das sieht... Wow. Das sieht einfach richtig komisch aus irgendwie. Okay, hier geht's dann runter. Genau, hier war eigentlich ein Portalraum. Das Portal ist aber anscheinend nicht mehr da. Gute Frage, was damit passiert ist, Leute. Aber es sieht schon auch, wenn es hier runter geht, Leute. Das sieht richtig merkwürdig aus. Na, also so ein bisschen wie in Real Life, ne? Das ist so ein bisschen abgerundet, als wenn wir uns da so reingegraben hätten. Aber gut, Leute. Genau, wenn wir dann mal jetzt hier langlaufen. Oha. Kann auch schon sehen, da sind immer noch Zombies, Leute. Ob die rund sind, eine gute Frage. Und auch hier mit den Stränden, Leute. Und, was haben wir denn hier? Eine Höhle. Wow, Leute. Ich weiß gar nicht, wenn wir uns jetzt hier reingraben würden. Genau, ich habe jetzt tatsächlich noch keine Pickaxe. Aber die werden wir uns noch holen, Leute. Genau, wir schauen jetzt erstmal. Okay, Leute, ich weiß auch nicht, was gruseliger ist. Dass ich die Map vor 5 Jahren das letzte Mal geöffnet habe. Oder dass hier ja so ein riesiges Loch ist. Schaut euch das mal an, Leute. Und das sieht verdammt gruselig aus. Und man kann nichts sehen. Ich weiß nicht, was ich damals da geplant hatte. Was das hier ist. Aber ich würde mal sagen, wir springen da einfach mal rein. Oh, okay, man kann... Ich dachte, das wäre jetzt so ein Loch. Aber ihr seht schon, Leute. Es ist nichts. Es ist nichts. Alles eine Entwarnung. Aber was würde passieren, wenn wir tatsächlich hier eine Höhle finden, Leute? Eine gute Frage. Oh, und hier hätten wir auch schon eine Höhle. Und, oh mein Gott, Leute. Es sieht auch schon tatsächlich aus wie in so einem richtigen... Höhlensystem, ne? Okay, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie reinkommen. Gut, doch, tatsächlich, Leute. Ne? Also, sieht schon, Leute, okay. Ne, auch mit dem Abbauen hier. Wow, das sieht total witzig aus, wenn ich hier jetzt Blöcke abbaue. Ganz anders. Und ich, guck mal, ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Block abbauen, den Erzblock. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin, Leute, ne? Also, es ist verdammt witzig irgendwie. Genau, jetzt hier nach oben. Ich habe den Erzblock, glaube ich, immer noch nicht. Einen habe ich bisher jetzt abgebaut. Krass. Also seht schon, Leute, hier ist alles so ein bisschen anders, ne? Unsere komplette Wahrnehmung ist hier irgendwie verzerrt. Aber das finde ich ziemlich interessant, ne? Das macht auf jeden Fall richtig was her. Und genau, wir werden einfach mal schauen, was uns... Wow, was uns hier noch so erwartet. Genau, auch die Häuser, die ich damals gebaut habe, ne? Okay, das war keine Falle, Leute. Alles gut. Wow, wow! Schaut euch das an! Das, meine Freunde, ist eine Falle. Aber okay, mit dem Mod sieht man das sofort, Leute, ne? Wenn man hier nicht aufpasst, ne? Hier waren keine Dias mehr drin, aber ganz schön fies, Leute, ne? Wow! Oho. Okay, Leute, das ist unser Ende. Aber hier ist eine... Hier ist... Da war ein Gang, Leute. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben, Leute. Genau, ich bin nochmal ganz kurz auf Escape gekommen, aber jetzt bin ich tot. Okay, Leute. Genau, da habe ich tatsächlich mein Gewinnspiel damals mal gemacht. Mein allererstes Gewinnspiel. Aber gut, Leute, ihr habt schon gesehen, ne? Das haben wir nicht überlebt. Wir werden aber mal weiter gucken. Ich habe mich auch tatsächlich gerade gefragt, was das hier sein soll, Leute. Wie gesagt, ich habe die Map das letzte Mal vor 5 Jahren ungefähr geöffnet. Und ich meine, wenn wir jetzt hier raufgehen, sehen wir... Wow!
Okay, okay, Leute. Hier sehen wir schon, da habe ich hier wieder ein paar Fallen gebaut, ne? Krass. Okay, und hier buggt das tatsächlich so ein bisschen. Das heißt, theoretisch... Oh, schaut euch das an, Leute. Theoretisch können wir uns hier tatsächlich so ein bisschen... Genau, können wir uns hier durchcheaten. Ich bin jetzt erstmal in den Kreativmodus gegangen. Ne, ihr seht schon, Leute, auch die Höhlen, ne? Das sieht total anders aus irgendwie. Das komplette Höhlensystem ist ja anders, Leute. Guck mal, auch hier mit Obsidian. Und darunter ist Lava. Und was ist das hier? Wow, guck mal, man kann sogar durch den Block durchgucken, Leute, ne? Alles klar, alles klar. Und wow. Und hier ist wieder Lava. Das erinnert mich so an so ein Spiel, was ich mal als Kind gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute. Das heißt Lego Rock Raiders. Das habe ich damals mit 7. Das Spiel ist schon ziemlich alt. Das ist, glaube ich, von 1999. Das habe ich damals mit einem Kumpel wirklich durchgesuchtet. Und da sah das auch so ein bisschen aus. So wie diese Höhlen von der Grafik, ne? Krass, Leute. Daran erinnert mich das gerade. Und ich frage mich auch, wie das jetzt hier ohne diesen Mod aussehen würde, ne? Genau. Schaut euch das an, Leute. Alles auf einmal komplett anders. Ja, das sieht gar nicht mal aus wie Minecraft. Okay, aber die Zombies, die haben noch ihre Ecken und Kanten, Leute. Ich glaube, sonst wäre das auch zu gruselig. Gut, die Lava ist auch noch normal. Okay, wie komme ich denn jetzt hier hoch, Leute? Huch. Gute Frage, Leute. Ja, also sieht schon, es ist hier sehr schwierig, irgendwie was zu sehen. Aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Guck mal, jetzt wäre ich schon gestorben, Leute. Okay, was ist denn jetzt hier? Und Diamanten, Leute. Weil jetzt würde ich mal sagen, wir gehen jetzt wieder in den Survival-Mode und versuchen einfach mal, ne, wir versuchen jetzt einfach mal, das Ganze abzubauen. Mal schauen, wann ich ein Dia kriege. Kein Dia. Auch kein Dia. Auch kein Dia. Leute, wie fies ist das denn? Ich möchte doch einfach nur ein Dia. Ist das eine Fata Morgana? Okay, Leute, eine gute Frage. Also, ich sehe definitiv Dias. Oder ist das nur eine optische Täuschung? Gute Frage, Leute. Also, seht schon irgendwie, ja. Jetzt ein Dia schon mal. Jetzt sind alle Dias weg. Aber wir haben keine Dias bekommen. Okay, Leute, ich verstehe das nicht. Das ist mega gruselig irgendwie. Aber gut, wir gucken erstmal weiter. Und wow. Habt ihr das gerade gesehen? Das sieht auch echt gruselig aus. Schaut mal nach oben, Leute. Wie so ein Skelett. Ne, als wenn irgendwie unsere gesamte Insel, was wir uns erbaut haben, so ein Skelett wäre. Okay, Leute, diese Mod, die hat irgendwas an sich, was mich so ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denken würdet, wenn das das echte Minecraft wäre, ne? Ob ihr es besser finden würdet, ob ihr es vielleicht ungewohnt finden würdet. Ich glaube... Wow, nein! Nicht schon wieder, Leute. Ich brauche definitiv einen Wassereimer. Genau, schreibt mir in die Kommentare, wie ich es finden würde. Ich glaube tatsächlich, wenn wir das einfach gewohnt wären, ne? Dann sähe das schon ganz anders aus. Aber dadurch, dass wir einfach Minecraft als Blockspiel kennen, ist das einfach mega strange irgendwie. Nicht schon wieder! Oh, halbes Herz, Leute. Nochmal Glück gehabt. Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es hier wieder zu einer optischen Täuschung kommt. Dass wir dann in der Lava enden. Und zwar genau... Ja, nicht jetzt. Hier ist ein unsichtbarer Block. Okay, Leute. Ja, gut, hier kommen wir durch, hier kommen wir durch. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, es ist auch wieder Zeit, dass wir rausgehen hier. Hier sind wir auf jeden Fall nicht sicher. Nicht mal in unserem Haus, Leute. Denn selbst unser Haus hier, wow. Krass. Hier ist sogar eine Minecart-Bahn, Leute. Ich habe damals eine Minecart-Bahn gebaut. Da werden wir damals mal, werden wir damit mal ein bisschen fahren. Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein Minecart raus, Leute. Aber nee, das müssen wir dann anders machen. Wir holen uns einfach ein Kart, Leute. Und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführen wird und wie das dann aussieht hier. So, und Start. Ah. Ah. Müssen wir es halt manuell machen. Und wow. Genau, schaut euch das an, Leute, ne? Das sieht irgendwie mega strange aus. Fahren durch so einen Tunnel durch. Alles klar. Und hier bleibt es auf einmal stehen, ne? Anscheinend, genau, sind wir gerade in der Kurve stehen geblieben, Leute. Woran das jetzt liegt, eine gute Frage. Kann aber auch sein, dass es hier schon das Ende ist, ne? Ich meine, hier ist auch ein Weg nach oben. Und da sind wir schon, Leute. Genau, in der Test-Arena. So. Genau, hier habe ich nochmal eine weitere Bahnstrecke. Das können wir auch nochmal ausprobieren, Leute, wo uns die dann hinführt. So, einfach mal hier in Minecraft wieder und natürlich mitfahren. Und das war die falsche Strecke, nein! Wow, wow. Wo sind wir, Leute? Wo sind wir jetzt? Zurück. Okay.
Das ist gerade merkwürdig. Ah, Leute, hier habe ich eine Falle gebaut. Stimmt, ich glaube, es war, weil das jetzt auch die Version, weil ich habe das nochmal überarbeitet, um daraus damit quasi ein Gewinnspiel für euch zu machen damals. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und da habe ich nochmal ein paar Fallen auch aufgestellt, ne? Schaut euch das an, Leute. Und hier war anscheinend eine davon. Und es geht weiter, Leute. Wow. Das, Leute, schaut euch das an. Und da gleich so eine richtig große Höhle. Wow. Guck mal, da hinten ist ein riesiges Höhlensystem irgendwie, ne? Aber gut, Leute, erstmal gucken, wo uns jetzt diese Minecart hingeführt hat. Und ich glaube, Moment mal, waren wir hier nicht vorhin? Das sieht einfach nur sehr ähnlich aus. Wow, Leute. Okay, genau. Ach genau, was habe ich hier gemacht? Ihr könnt es, glaube ich, sehen, was das sein soll. Ich glaube, es war damals ein Cobblestone-Generator. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch funktioniert. Ich glaube, im neuen Minecraft geht das gar nicht mehr. Kann aber auch sein, dass es noch funktioniert, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob man immer noch einen Cobblestone-Generator machen kann. So, einen Generator. Wow! Genau, das sind diese krassen Höhlensysteme. Schaut euch das an, Leute. Wie so eine echte Höhle, ne? Erinnert mich so ein bisschen an The Forest, wer das gespielt hat. Oh Mann, Leute. Wir werden jetzt erstmal ein paar Fackeln, glaube ich, mitnehmen. So. Damit wir auch was sehen hier. Schaut euch das an. Also, wenn mir jemand sagt, oh, das ist Minecraft, würde ich sagen, was? Das soll Minecraft sein? Aber ich stelle mir gerade echt vor, wenn ich das wirklich so kennengelernt hätte damals, ne? Müsst ihr mal machen, Leute. Wenn ihr einen kleinen Bruder habt oder eine kleine Schwester oder einen Kumpel, der noch kein Minecraft kennt, zeigt ihn mal das hier. Und sagt, hey, das ist das normale Minecraft. Und danach zeigt ihn das Block Minecraft, ne? Ich glaube, die werden sich auch denken, was? Was ist da mit der Grafik passiert, ne? Okay, wow. Und vor allem, man verliert ja auch voll schnell die Orientierung, finde ich. Man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Ein Glück, dass man hier die Steuerung hat. Aber wenn man die auch noch umstellen würde, oha, Leute. Moment. Jetzt habe ich aber wirklich die Orientierung verloren. Okay, hier ist jetzt gerade... Okay, nee, jetzt weiß ich wieder. Okay, Leute. Also ihr merkt schon, das ist nicht ohne, Leute. Diese Mod ist auf jeden Fall ziemlich cool. Okay, hier können wir uns jetzt irgendwie... Genau. Durcharbeiten. Und auch hier, Leute, ich finde das ziemlich cool. Man kann tatsächlich hier einfach... Jo. Alles sehen. Oh, und hier war auch tatsächlich der riesige Häcksler, den ich damals gebaut habe, Leute. Genau, der mittlerweile wahrscheinlich auch verbuggt ist. Genau, man kann sogar hier reingucken. So ein bisschen von oben. So, da ist er, Leute. Genau, die Zombies rutschen auch viel leichter jetzt rein, dadurch, dass es natürlich alles hier... Wow, hey! Alles natürlich smooth ist. Abgerundet. Und da geht's dann lang, Leute. Zur Lava. Alle müssen elendig verbrennen. Auch du, mein Creeper-Freund. Und ihr seht, es funktioniert auch, Leute. Genau, das war tatsächlich nicht der Cobblestone-Generator. Das war tatsächlich mein Häcksler. Und der hat funktioniert, Leute. Der funktioniert immer noch. Damit habe ich gefahren, was das Zeug hielt. Mehr als ich brauchte. Aber gut, Leute. Ich glaube, das war's dann auch mit dem, mit der Mod. Ihr habt gesehen, ich bin ja einmal gestorben. Von daher haben wir die Challenge, ja, zwar leider nicht bestanden, aber, meine Freunde, wir haben auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis gewonnen. Ne, wir wissen jetzt, wie Minecraft, wow, ohne Kanten aussehen würde, ne? Minecraft ohne Blöcke. Ne, ich meine, klar, die Grundstruktur und sowas wie Cobblestone und so ist immer noch als Block. Ne, und nur die natürlichen Blöcke wurden geändert. Aber trotzdem, Leute, ich finde das schon ziemlich cool. Dann schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr öfter sowas sehen wollt. Und gebt einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, Leute, ne, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ne, ich werde jetzt noch ein bisschen hier der Nostalgie wegen in meiner alten Welt rumlaufen. Wenn ihr auch generell mal so ein Video sehen wollt, wo ich euch meine ersten Minecraft-Maps zeige, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, Leute, werden wir jetzt zum Abschluss nochmal hier diese Achterbahnstrecke fahren. Einfach nur, um zu gucken, was uns hier erwartet. Ihr wisst schon damals, Leute, ich war sehr arm. Ich konnte mir keine Powered Rails leisten. Ich musste die ganze Zeit auf diesen normalen Railschienen fahren. Manuell natürlich. Tatsächlich manuelle Schienen, Leute. Aber gut, Leute. Genau, ich fahre jetzt erstmal weiter. Ich kann nichts mehr sehen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.